glaube, deswegen ist dieser Held auch einfach ganz cool. Ich sollte hier wieder hochgehen. Was mache ich hier unten? Das ist blöd. Oh. Sag mal, bauen wie ein Idiot oder was? Meine Fresse. Hey Leute, mein Name ist Bergtussi. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir werden jetzt wieder 10 Minuten farmen. Das Ganze im Plankathon-Mission werde ich mir gleich noch aussuchen. Und ich mache das Ganze diesmal mit der Pfadfinderin Jess, weil ich sie auf Level 30 geskillt habe. Und zwar, weil ich da das Diamantenlama habe, weil ich mit ihr zusammen, das muss man immer noch dazu sagen, mit ihr zusammen, sie hat natürlich 24% Spitzhacken-Damage, einmal ganz unten, einmal in der Mitte und einmal ganz oben sind es 48. Das heißt, wir kommen natürlich mit auf ganz ordentlichen Spitzhacken-Damage, was Farm angeht, also solange wir natürlich am Farmen sind, beziehungsweise nicht am Looten sind. Das ist eigentlich, sage ich mal, solange wir looten gehen, relativ uninteressant. Was aber interessant ist, sind die 48% erhöhten Schaden und zweimal die 24% mit dem Diamantenlama zusammen. Da können wir natürlich jetzt, da möchte ich nochmal kurz zurückgehen, mit der Kombination spielen, dass wir auch noch das taktische geladene Lama dabei haben. Dass wir halt auch noch, wie gesagt, Munition aus unserem Lama rausholen. Zudem haben wir natürlich den Bonus da weiterhin da drin, dass wir 4,5% mehr doppelte Beute haben. Das heißt, wir sind weiterhin mit 16,5% Chance unterwegs, also Chance auf Loot unterwegs, aber werden eine Diamantenpinata und eine geladene Pinata haben. Durch den Waffenschaden oder durch den Schlagschaden oder Abbauschaden, Spitzhackenschaden, wie rum wir es immer nehmen wollen, den die Pfadfinderin Jess macht, kriegen wir auch alleine diese Pinata kaputt gehauen. Die man mit jedem anderen Charakter nur zu zweit kaputt gehauen kriegt, also mit jedem anderen Entdecker. Was uns natürlich wiederum den Vorteil verschafft, dass wenn wir so eine Pinata sehen oder beziehungsweise so einen kleinen Roboter sehen, dass wir den aufsammeln können, den Pinata aufstellen, die Pinata kaputt hauen, uns die ein paar schöne Sachen rausnehmen und eigentlich dann weiterlaufen werden. Ich würde sagen, wir suchen uns mal eine Map aus. Ich werde das Ganze auf jeden Fall diesmal in Plankathon machen und ich werde, weil mich viele gefragt haben, ob ich das Ganze in einem Gebiet machen kann, von unter 30, beziehungsweise ob ich das in einer 34er Map machen kann, ob ich das in einer 23er, in einer 19er Map machen kann. Deswegen werden wir uns eine Mischung dazwischen aussuchen. Eine 28er Map, beziehungsweise eine 28er Map werde ich keinen Malachit mehr kriegen, also werde ich es jetzt in zwei Runs machen. Werde einmal 10 Minuten in einer 28er Map farmen und danach werde ich 10 Minuten in einer 34er Map farmen. Wird so gesehen auch wieder zwei Episoden. Was ich jetzt zuerst mache, ich würde sagen, lassen wir mal den Zufall entscheiden. Augen zu, ein bisschen die Maus bewegen und stopp, wo bin ich? Eine 28er Map. Dann suchen wir uns mal eine 28er Map aus. Irgendwas Schönes in... Ja, da haben wir nur eine 23er, da habe ich eine 28er, da habe ich eine 28er. Also die würde gehen, die möchte ich nicht. Eine Industriemap ist eigentlich blöd, dann... Bau des Radarraster bietet sich an oder repariere den Schutzbunker. Naja, gut, ist eigentlich scheißegal, was ich von den beiden mache. Dann nehme ich eher baue das Radarraster. Na gut, ich würde sagen, bin ich auf Privat, bin ich, dann hüpfe ich da rein und wir sehen uns gleich in der Mission. So, in der Mission, ich würde sagen, direkt los, ohne irgendwie großartig was machen, Wallhack an und erstmal umgucken. Eigentlich sollte ich mich erstmal nach oben bauen. Auf jeden Fall mal ein bisschen umgucken, ob vielleicht auf den beiden Dächern hier nebenan irgendwas ist. Da ist eine Kiste, aber die leuchtet nicht auf. Also, naja gut, leuchtet nicht auf, weil ich nicht in der Nähe bin. Sie leuchtet auf, sehr schön. Wollte nämlich gerade sagen, weil es kann natürlich auch sein, dass es so eine Dingsbums-Kiste ist, die ich kaputt hauen muss, was aber in dem Gebiet, wo ich wäre, nicht das Problem wäre. So. Das erstmal gelootet. Nehme das mit, jetzt schaffe ich es von da aus nicht zurückzuhüpfen, dann, naja, schaffe ich schon, aber das wollte ich nicht bauen, das wollte ich bauen. So, mal eben schnell den ganzen Kram mitnehmen, den wir sehen, auf jeden Fall so in diesem Bereich. Irgendwas hat da aufgeblitzt, dann bauen wir mal da hier, ui, ist gar nicht so wenig. Silber mal schnell. Na, Munition hätte ich natürlich auch erstmal wegpacken können, weil ich bin randvoll an Munition.
Und ich bin Klops. Ja, ich sollte die Materialien vorher erstmal wegtun. Ich bin Idiot. Das fällt mir nämlich jetzt gerade auf. Ich tue die Materialien weg und wir sehen uns gleich in der Mission wieder. So, wieder zurück in der Map und diesmal mit einem leeren Inventar. Naja, ich habe noch zwei Mineralpulver dabei, aber die kann ich nicht mehr in meine Bank tun, beziehungsweise ich bin voll. Auf jeden Fall kann ich zum größten Teil sehen wir halt, was ich farmen kann. Ich habe natürlich ein paar Kräuter dabei, ich habe massig an Schrauben dabei und ich habe ein paar Speck dabei. Aber so den Basic-Anteil, was wir kriegen werden, Silber, Kupfer und dementsprechend das Ganze natürlich auch fallentechnisch, werden wir auf jeden Fall sehen. Ich habe nur meine Fallen dabei, das heißt, alles, was wir an grauen, grünen und blauen Fallen kriegen werden, werden wir gleich sehen. Ich würde sagen, ich farm 10 Minuten in dieser Level 28er Mission. Erstmal schnell was anmachen, gucken, ob direkt beim Spawn. Ich habe ein paar Sachen weggeworfen, weil ich sonst zu viel dabei gehabt hätte, beziehungsweise drei Sachen einfach, wie gesagt, mehr gehabt hätte. Damit ich die nicht habe, habe ich sie einfach weggeworfen. So. Direkt am Anfang eine Kiste bekommen, aufgemacht und ich will auch gar nicht hier unten bleiben, ich will erstmal nach oben. Wir werden erstmal ganz nach oben gehen. Ziel noch nicht gefunden. Ungefähr bis hier. Dann einmal darüber. Und am besten einmal in die Richtung. So, da drüben haben wir eine Kiste. Auf dem Haus wird definitiv was sein. Da hinten ist eine zweite Kiste. Auf jeden Fall Sachen, die ich jetzt sehe, direkt so sehe. Da ist irgendwas drauf. Da hinten wird irgendwas sein. Holen wir uns erstmal den Kram von da. Jetzt könnte ich natürlich erst die Kisten ablaufen, danach wieder durch die Häuser gehen. Aber ich glaube, das mache ich. Weil man muss immer dazu sagen, ich bin in der Level 28er Mission und ich bekomme hier durch die Sachen, die ich loote, natürlich gar nicht so krasse Sachen, mehr oder weniger. Ich bekomme schon gute Sachen. Also es ist nicht so, dass man halt nichts bekommt, dass man durch die Sachen, die man lootet, hier nichts bekommt. Aber in den Kisten ist natürlich immer noch das bessere Zeug drin, mehr oder weniger. Das bessere Zeug drin und gerade weil, wenn es eine blaue, epische oder was auch immer Kiste ist, die mal eben schnell zu holen. Ich weiß, dass es eine blaue ist, habe ich eben gerade gesehen. Da kriegen wir natürlich auf jeden Fall sicheren Loot schon mal raus. Also schnell das Ding wieder anmachen. Hier war irgendwas zum Looten, Speck wahrscheinlich, nicht Schrauben. Und da drüben wollte ich hin. Weil da saß nämlich genau da hinten, da haben wir unten eine und oben saß auf Ziel dem Haus erfasst. irgendwie, glaube ich, sah es nochmal Platziere so den aus, ob Rucksack auf da dem Ziel, wenn du soweit bist. oben auch noch eine ist. Werden wir aber gleich gucken. Hier ist eine grüne Kiste und da unten ist auch nochmal, oder eine Waffenkiste, eher gesagt, mit Pfeilen drin. Hier unten haben wir eine grüne, normale Kiste. Jetzt werde ich mir erst nochmal wieder nach oben bauen, weil ich möchte nochmal auf dieses andere Haus hier oben gucken. Weil ich glaube, hier in der Ecke war auch nochmal eine Kiste, wenn ich das. Oh Gott. Ich kann da nicht bauen. Fast runtergelaufen. Nee, das sah nur so aus. Ist hier keine Kiste. Was haben wir da unten? Da ist irgendwas etwas Größeres. Hau ist kaputt. Genau, ist richtig. Hau ist kaputt. Hau ist einfach kaputt, weil. Nee, das ist Munition, die will ich jetzt nicht. Munition will ich nicht. Aber hätte ich mal das eben nicht kaputt gehauen, wäre ganz cool gewesen. Was ist das? Das ist irgendwas Kleines. Das nehme ich allerdings mit. Auch wenn es halt nur ein Bodengriller so gesehen ist. Aber es ist eine Falle. Die ich natürlich auch wieder klein machen kann. So, jetzt mal über ganz kurz überlegen. Seit 2 Minuten bin ich unterwegs. Soll ich zu dem Haus nochmal zurückgehen? Ich gehe an dem Haus nochmal vorbei. Guck wenigstens auf dieser Höhe. Gut, da sehe ich nichts. Dann auf Wiedersehen, Haus. Da unten unter mir ist eine Kiste und da unten ist was Blaues, sehr schön. Und hier unter mir ist was Episches, ja auch noch sehr, sehr toll. Diesmal nicht kaputt hauen, bitte. Und auch nicht ihr da unten kaputt hauen, ihr schlagwütigen Idioten. Weil ich weiß ja nicht, wo ihr seid. Genau. Ich muss erstmal nachladen hier. Schön wär's. So, das und irgendwo. Na gut, eine Waffe, immerhin. Waffen sind gut zum Kleinmachen. Kriegen wir genau die Materialien raus, die wir brauchen. Irgendwo da oben war was Blaues. Also hier hoch. Da durch die Wand. So, wieder noch ein paar Sachen drin. Da ist zwar auch irgendwas drin. Okay,
okay, ein paar Holzbretter, was soll ich denn damit? So, schnell mal ein bisschen von hier umgucken. Da könnten wir ein paar Materialien kriegen, die wir jetzt nicht brauchen. Dann gucken wir mal weiter nach. Wie, ich kann da oben nicht bauen. Nach Kisten, ob wir hier noch irgendwo eine Kiste oder irgendwas Aufleuchtendes sehen. Nur beim Vorbeilaufen. Ob halt irgendwas aufleuchtet. Da drüben zu dem Haus sollte ich und danach sollte ich nach ganz oben. Mehr oder weniger, wie, ich kann hier nicht bauen. Wieso kann ich denn da nicht bauen? Bauen wir halt da unten hin und uns von da aus da hoch. Hier oben irgendwas, weil von hier aus kann ich das schön, das ist so, welche Häuser mag ich ganz gerne, weil man kann immer sich ganz schön da durchspringen, Stockwerk für Stockwerk und alles mitnehmen. Ja, hau ist kaputt. Ich bin so schlagwütig heute. Ich möchte immer alles kaputt hauen. Mehrfach schon mitgekriegt, dass ich irgendwie mehrfach heute schon Kisten kaputt geschlagen habe, wo ich mir dachte, so Gottes Willen, welcher Idiot macht sowas? Haut eine legendäre Kiste, die vor einem steht, kaputt. Oh, geht weg, lasst mich in Ruhe, lasst mich hier looten. Nein, nicht runterfallen. Egal. Dann Pech. Dann bleibt das halt da oben. Aber ich sehe hier auch nichts auf. Ja, diese unsichtbare Wand oder was? Ist richtig. Lasst unsere Festung in Ruhe. So, haben wir hier irgendwas? Nervtypen alle. Nirgendwo Sachen hier, die aufleuchten. Da unten haben wir, oh, schlagwütig kaputt gemacht. Und ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass ich mit diesem Char nur, ich habe den jetzt aufgewertet, nur ein, oder bei vielen Sachen nur einen Schlag braucht, bei vielen Sachen nur zwei Schläge braucht. Ja, und bei ganz vielen Sachen, wo ich halt fünf Schläge gebraucht habe, gehe ich mittlerweile mit vier Schlägen durch die Wand oder wo ich halt mehr länger gebraucht habe und so weiter. Dementsprechend halte ich noch ein bisschen länger Schlagen gedrückt und gehe dann durch die Wand durch und ja, schlag halt das dahinter auch noch gleich kaputt, wenn man schon dabei ist. So, erst looten, dann das, dann das, dann werden die aktiv, dann schön weglaufen, dann sich sein Teddy rausholen, sein Teddy hinstellen und einfach weiterlaufen. Ich glaube, deswegen ist dieser Held auch einfach ganz cool. Ich sollte hier wieder hochgehen. Was mache ich hier unten? Das ist blöd. Oh. Sag mal! Bauen wie ein Idiot oder was? Meine Fresse! Heute funktioniert gar nichts. Alles, was ich mache, ist irgendwie immer so dumm schräg. Oh nee, nicht schon wieder welche. Die haben mich nicht gesehen? Boah, wie krass. Das nehme ich mit und das. Das brauchen wir. Ein paar Mechanikteile auf jeden Fall. Gott. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns eine Waffe bauen können, sieht jetzt so nach 6 Minuten Farm, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ mau aus. Allerdings haben wir ganz gut andere Sachen bekommen und ganz gut fallentechnisch auch was bekommen. Oh, hier war irgendwas. Da oben ist was. Nee, da kann ich hochlaufen. Da kann ich bis dahin hochlaufen, dann ist wahrscheinlich wieder irgendwo was zum Töten und dann gehen wir einfach von da aus da und da durch die Wand. So. Oh Gott, das ist echt. Warum bin ich mit diesem Helden unterwegs? Warum machst du das? Du schlägst die ganze Zeit irgendwas kaputt, was du nicht kaputt schlagen sollst. Meine Güte, ey, ich bin so ein Idiot. So wird das nichts mit Farm. So wird das nichts. Also wenn du... Ja, das nehme ich auch mit. So wird das nichts. Also wenn du die ganze Zeit den ganzen Scheiß kaputt haust, den du da auch finden könntest, dann... ja. So, wie leuchte ich? Leuchte nicht mehr. Wieso leuchte ich nicht mehr? Wieso sehe ich nichts? Kein Wunder, dass ich nicht gesehen. Wie, das ist das Einzige da unten, oder was? Mehr ist hier nicht. Sehr hart. Zwischen den zwei Häusern nur das hier unten. Mann, was ist denn das für ein Scheiß hier? Ja. 2 Minuten noch. Nicht wirklich die krasse Ausbeute, die wir bis jetzt haben. Also nicht wirklich.
könnte natürlich noch ein paar Sachen looten, beziehungsweise ein paar Sachen, also ein paar Kisten looten. Aber ich glaube, das wird eine miese Runde, beziehungsweise eine miese Ausbeute bis jetzt. Geht nicht. Oh, Stresser, ey. Genau. Muss ich wieder irgendwo draufschlagen. Ja, genau, schlag's kaputt. Schlag's kaputt ist richtig. Meine Güte, was für ein Vollpfosten. Und mit dem muss ich zusammen spielen. Gott. Macht alles kaputt. So, da oben war noch was. Ich glaube, das war auch wieder das Einzige in diesem Ganzen. Das ist Munition. Was will ich denn für Munition da durch die Wand gehen? Ach, verdammt. Kugeln. Ja, genau, Kugeln. Kugeln, hier gibt es nichts zum Looten. Hier gibt es nur kleine Sachen und ich habe noch eine Minute. Ich will aus diesem Haus raus. Da ist nichts, da ist nichts. Da könnte was drin sein. Ich gehe an dem Haus hier vorbei. Entweder ich sehe was oder ich sehe nichts. Komm schon. Wie nichts. Muss ich dafür tiefer? Nicht zu hoch? Ich bin genau in der Mitte davon. Ich müsste was sehen, wenn da was drin wäre. Drei Kacheln in jede Richtung, nach oben und nach unten. Das sind ja wohl drei Kacheln. Komm schon, zeig mir was. Wieso? Ach, ich habe schon wieder eine Waffe in die Hand genommen, ne? Ah. Wow. Munition oder ne, das ist eine kleine Kiste. Das ist echt traurig hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil damit sind wir nämlich jetzt auch durch mit diesem Raum. Kann ich mir zwar nochmal meine Mechanikteile holen, aber das war's. Ich würde sagen, wir machen die ganzen Sachen erstmal klein, beziehungsweise wir gucken uns mal feilentechnisch an, was wir bekommen haben. Ein paar blaue Fallen. Naja, wenn ich jetzt aussortieren würde, feilentechnisch, was ich da aufbewahren würde wollen von den blauen, das kommt weg, beziehungsweise von allen Fallen, die ich da habe, sag ich mal, die ich bekommen habe, würde ich das Ganze auf grob aussortieren, damit ich natürlich einigermaßen Materialien raushole und würde halt die beiden Bodenfallen aufbewahren. Machen einigermaßen guten Schaden. Die anderen machen natürlich auch guten Schaden. Ich will nicht sagen, dass die anderen keinen guten Schaden machen. Aber so, da hole ich einigermaßen Materialien raus. Naja, einigermaßen, das sind ein paar Roherz, ein paar Schrauben und ein paar Mechanikteile. Wenn ich die anderen natürlich auch noch mit klein mache, sind es ein paar Schrauben mehr. Da es sich aber nur auf Schrauben bezieht bei diesen beiden Sachen, die ich hier klein machen würde, die paar Schrauben farmen kann ich so, wenn ich die Fallen nicht selber herstellen kann, beziehungsweise Fallen gerade brauche, dann würde ich sie eher benutzen. Das heißt, das haben wir auf jeden Fall klein gemacht. Mili-Waffen haben wir nichts bekommen. Waffen selber haben wir ein paar bekommen. Da haben wir natürlich eine Nachtlanze bekommen, wir haben eine Wespe bekommen, wir haben eine Pistole bekommen und eine Shotgun bekommen. Könnte man benutzen, man könnte natürlich jetzt drüber nachdenken, oh cool, die benutze ich so lange, bis sie kaputt sind. Ich werde sie klein machen, weil die immer noch in so einem Status sind, dass wir auf jeden Fall ein Silber rauskriegen werden aus diesen beiden anderen, aus der, keine Ahnung, was wir da rauskriegen werden, da ist kein Silber mehr dabei. Das heißt, die müsste ein bisschen heiler sein, beziehungsweise ein höher sein im Stern, damit wir noch ein Silber rauskriegen und machen die nächste auch noch klein. Damit holen wir auf jeden Fall aus diesem ganzen Kram, was wir gelootet haben, noch mal ein paar Materialien raus. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal an, was wir insgesamt innerhalb diesen 10 Minuten in einer Level 28er Mission bekommen haben. Wir können uns auf jeden Fall ein paar Kohle herstellen. Also 5 Kohle haben wir bekommen, oder beziehungsweise ein paar Fässer herstellen. Wir haben auch noch ein paar Fässer so. Also von den unteren, muss ich auch ganz ehrlich sagen, von dem Panzerband, von dem Quarzkristall, von der Kohle selber, was man bekommt innerhalb diesen 10 Minuten, ist es relativ ordentlich. Also das ist ganz gut. Silber und Kupfer, ja, wir können uns halt keine wirkliche Waffe bauen nach 10 Minuten, sondern wir müssen wirklich nochmal 10 Minuten mehr Farm gehen oder 20 Minuten mehr Farm gehen, damit wir uns eine Waffe aus Silber oder aus Kupfer bauen können. Allerdings bekommen wir auch eine Energiezelle und wir bekommen von den anderen Materialien, wenn wir es so sehen, wir bekommen robuste Mechanikteile, 6 Stück, immerhin, also wahrscheinlich können wir auch 8 bekommen, wahrscheinlich können wir auch 10 bekommen, je nachdem, was wir looten, beziehungsweise wie viel Glück wir haben. Aber auch von den einfachen Mechanikteilen, die wir bekommen haben, ist es gar nicht wenig. Zwei rotierende Teile, das heißt, wir hätten so gesehen die Materialien für eine legendäre oder zwei
epische bzw. blaue Waffen uns, epische Waffen uns herzustellen. Dann haben wir noch einen Vorrat für unsere Skizze gekriegt, also einen Skizzenvorrat. Das Ding werden wir gleich, wenn wir rausgehen, werden wir sehen, was das ist, beziehungsweise ist das wahrscheinlich eine Umwandlungsschlüssel, dass wir etwas umwandeln können, oder wir kriegen einfach direkt eine Skizze, einen Plan zugesteckt. Irgendein Skizzen, wie gesagt, irgendein Skizzenvorplan, Skizzenplan, das werden wir gleich sehen. Ein paar einfache Mineralienpulver habe ich gekriegt, nicht wirklich viele. Also ich habe sie vorher alle weggeworfen, damit wir es halt wirklich sehen konnten. Nicht wirklich viele, 20 Stück ist nicht wirklich der Hit. Bestimmt waren ein paar Speck dabei, da waren ein paar Kräuter dabei, eben beim Kleinmachen bestimmt waren da auch ein paar Roherz und Schrauben dabei oder andere Materialien. Aber von dem Wesentlichen innerhalb von 10 Minuten, je nachdem, was man farmen möchte, also wenn man sich innerhalb von diesen 10 Minuten eine Waffe herstellen möchte, Level 28er Mission, da würde ich eher lieber eine Mission gehen, wo ich gezielt mein Silber oder wo ich gezielt mein sowieso als Abschluss kriege und dann lieber 10 Minuten mehr machen. Leute, ich danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich in einer Level 34er Mission. Halte die Ohren steif. Bis dann. Ciao, ciao. Schauen wir uns nochmal an, welchen Skizzenschlüssel wir bekommen oder was wir als Skizze bekommen. Ich öffne das Ganze mal und wir haben eine, ich würde mal behaupten, sehr schlechte Mini-Waffe bekommen. Aber immerhin ein paar Punkte, die wir klein machen können und in andere Skizzen reinstecken können.